Hallo, ich bin wieder da und Dialog. Oh, das hätte ich auch hier machen können. Aber naja. Sie hat rechtshalber, eine Veränderung würde euch sicherlich gut tun. Naja, wer kann denn das so genau wissen? Oder aber zahlbar schon ganz in Ordnung zu sein. Ja, ich finde ihn in Ordnung. Keine Sorge, Big Zed, das kriegen wir hin. Eine Bürste, ein bisschen Farbe und schon siehst du aus wie neu. Dann verpassen wir dir noch einen schicken Anzug. Ja, ich weiß, dass ihr Wookies nicht auf Kleidung steht. Aber du könntest völlig neue Maßstäbe setzen. Du wärst ein echter Trendsetter. Okay, okay. Da bringt man einmal konstruktive Kritik an. Und was ist der Dank? Ach, was soll's. Dann bleib doch von mir aus nackt und verfilzt. Wieso nackt? Der hat ein Fell, das reicht doch, oder? Naja, ich hatte eben nicht die Gelegenheit zu speichern. Deswegen das an dieser Stelle. Und, ja. Raus hier, wir haben hier nichts mehr verloren. Ich mag keine Vulka, Vulka sind blöd. Und zum Glück aller, auch euch, müssen wir jetzt nicht durch die Abwasserkanäle zurückkraxeln, ich mag den Geruch da nicht, sondern können gleich durch den von mir vorhin gezeigten Ausgang rausdackeln. Und ich vermisse gerade wieder meine Dauerlaufenfunktion. Ich weiß, ich habe das schon so oft gesagt und es hängt euch wahrscheinlich zum Halse raus, aber es ist nun mal so. Andauernd muss ich W drücken. Oder aber die beiden rechte und linke Maustaste gleichzeitig gedrückt halten, kann man übrigens auch gehen. Okay, Vulkarvollstrecker. Ja, du gleich down. Ihr kriegt mich nicht. Ja, jetzt down. Überreste gibt's nicht. Und jetzt müsste von rechts auch noch einer kommen. Ah, ich bin genial. Und wieso? Das habe ich gerade nicht verstanden. Wieso steht der da hinten drin? Wenn ich da jetzt reingehe, dann gehe ich ins Apartment der Unterstadt und kann den nicht bekämpfen. Der muss aus der Ferne vernichtet werden. Und das Ganze mit Mischen. Oder auch nicht. Aber ich komme jetzt nicht an seine Überreste ran. Das ist... Hat er welche? Ja, er hat welche, aber da komme ich jetzt nicht ran. Was soll's. Und, ja, mein Plan sieht folgendermaßen aus. Wir werden jetzt... Mikros an, ja. Wir werden jetzt ein klein wenig den Booster-Dingens, Dongens, abliefern. Und danach das Wupprennen fahren. Und danach werden wir uns wieder der Arena zuwenden und ein paar offene Quests in der Oberstadt erledigen. Hallo, Geheimer Big. Geheimer Big und Geheimer Big. Ist aber eine Frau, also müsste es Geheime Big heißen. Wieso rennst du weg? Hast du Angst vor mir? Ja, ich weiß, ich renne mit zwei Brotmessern in der Hand rum, aber das ist doch kein Grund, Angst vor mir zu haben. Ihr seid zurück. Habt ihr den Triebwerksbeschleuniger-Prototypen mitgebracht? Natürlich, hier ist er. Ich habe mich schon gefragt, ob ihr es schaffen könnt. Das Rennen ist morgen. Und meine Mechaniker brauchen ja auch noch ein wenig Zeit, um den Triebwerksbeschleuniger-Prototypen in unser Bike einzubauen. Geil. Gut, ich habe meinen Teil der Abmachung erhalten. Nee, eingehalten. Jetzt seid ihr an der Reihe. Und es wird noch besser. Ich gestatte euch, das Swoop-Bike zu nehmen, in das wir den Triebwerksbeschleuniger-Prototypen einbauen. Ohne dieses Bike hättet ihr keine Chance. Gerdel, das ist nicht euer Ernst. Wir brauchen auf diesem Bike einen unserer besten Fahrer. Wir können doch keinen Anfänger mit dem Prototypen fahren lassen. Macht euch keine Sorgen, Gerdel. Ich werde das Rennen gewinnen. Das stimmt. Ich will ehrlich zu euch sein. Es gibt noch einen Grund, warum ihr den Triebwerksbeschleuniger-Prototypen ausprobieren dürft. Der Beschleuniger ist ein wenig instabil. Es könnte durchaus sein, dass er während des Rennens explodiert. Ich kann von meinen eigenen Fahrern nicht verlangen, so ein Risiko einzugehen. Sie werden mit normalen Swoops fahren. Nur ihr habt ein Bike mit dem Triebwerksbeschleuniger-Prototypen. Wenn ihr die Strecke absolviert, bevor der Beschleuniger überhitzt, gewinnt ihr für die Big. Falls ihr sterbt, könnte es noch immer einer meiner anderen Fahrer schaffen. Na, besten Dank.
Man wird nicht Anführer einer Swoop-Bande, wenn man nicht alle Tricks nutzt. Gut, ich bin bereit. Ihr könnt heute hier übernachten. Die Mechaniker brauchen Zeit, um den Triebwerksbeschleuniger-Prototypen einzubauen. Ihr könnt also leider nicht mit dem Bike üben. Doch ich kann mich auf meinen Instinkt verlassen. Irgendwas sagt mir, dass ihr das Zeug zum Rennfahrer habt. Entspannt euch einfach. Am Morgen bringen wir euch zur Swoop-Strecke. Ach ja, ich habe jetzt in der Basis der Big geschlafen. Und jetzt geht's in die, auf die Swoop-Strecke. Und dort haben normalerweise nur Mechaniker Zutritt. Ja, ich hab das im Kopf vorgelesen, aber nicht laut gesagt. Sicher doch. Vergesst es. Beginnen wir mit dem Rennen. Oh nein. Ich kenne die, ich will die nicht wissen. Ich werde euch nicht enttäuschen. Gut. Ein Quicksave. Und wieder mit der richtigen Taste. Das ist Bastila in Unterwäsche. Naja. Kommentator, kommentiere unseren Abgang für die Beg und hallo. Jetzt rennt er doch hinzukommen. Okay, ich fahre. Und ich renne weg. Ja, und das ist euer erstes Swoop-Rennen. Ja, aber dabei dups. Mit einem Linksklick kannst du beschleunigen und schalten. Mit den Bewegungstasten WAST, nee, D und A weist du Hindernisse aus. Okay. Ja. Ja, und es kann sein, dass ich während dieses Rennens ein klein wenig passiv mit meinen Kommentaren bin. Denn das verlangt doch einige Konzentration. Verdammt. Und schon wieder ein verpasst. Gut, 26,95 ist gar nicht mal so schlecht. Okay, Entschuldigung dafür, dass ich den Kommentar weggeklickt habe, aber das ist passiert, als mein nach unten kommender Finger aus Versehen die Maustaste berührt hat. Ja. Hallo, Fürk. Hallo, Anglu. Buona cecchioni. Buona botta quantità rettini. Chicken choppa chawi, tic chop twiz yun kun. Watu yama kama wuna henak neck. Bugra. Was hast du zu sagen, Retros? Contigiani, mulira ashunkturum, kipuna, puna dai kachu, kim. Und Doba. Diska dosoki, kopa bono na kachu, labora na winki, smack toma, inku inku ka, kimbani chalora kun. Okay, hast auch du was zu sagen, Wachposten der Vulka? Hallo Bastila. Gut, mit der kann ich nicht reden. Aber, na gut, für diese Folge soll es reichen. Nächstes Mal werden wir natürlich gewinnen und auf Wiedersehen.